Mit über 1 Milliarde Euro fördert die EU allein seit 2014 berlinweit Projekte aus dem Europäischen Regionalfonds. So zum Beispiel auch in Reinickendorf. Die Regenhardt-Grundschule in Reinickendorf hat einen tollen Schulhof. Das war nicht immer so. Warum sich das jetzt verändert hat, erklärt uns gleich Antje Mikulajski, die Schulleiterin. Das Problem war, dass wir den Schulhof eigentlich gar nicht mehr so richtig nutzen konnten. Aufgrund der vielen Regenmassen stand unser Schulhof ganz oft unter Wasser. Die Spielgeräte waren gar nicht attraktiv genug für die Kinder. Es gab zu wenige. Der Schulhof wurde unter ökologischen und nachhaltigen Aspekten umgestaltet, damit sich die rund 400 Schülerinnen und Schüler hier wohlfühlen können. Der EFRE macht Berlin grüner und klimaneutral. Also toll ist hier, dass die Umgestaltung unter Beteiligung des Schülerparlaments stattgefunden hat. Der Stein ist ein Findling von Bauarbeiten und wir haben diesen Stein Regine genannt beim Schülerparlament. Der Schulhof wird jetzt viel mehr von den Kindern genutzt und gleichzeitig leisten wir auch noch einen Beitrag zu den Berliner Klimazielen. Richtig schön, auf jeden Fall sehr besser geworden. Es gibt sich viel mehr Spielgeräte. Jetzt finden wir es halt besser und schöner. Die Schulhofsanierung ist mit einem Fördervolumen von mehr als 500.000 Euro Teil des Förderprogramms BENE, dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung. Der EFRE macht Berlin fit für die Zukunft, indem öffentliche Gebäude energetisch saniert werden. Klimaschutz ist ein zentrales Anliegen des EFRE-Programms. Durch die Förderung wird der Ausstoß von CO2-Emissionen in Berlin gesenkt. Das ist ein wirklich schöner Schulhof. So sieht ökologische und nachhaltige Sanierung in der Praxis aus. Und den Kindern macht es auch sehr viel Spaß. Europa macht Berlin fit für die Zukunft. Innovativer, nachhaltiger, bürgernäher.